Hast du dir schon mal einmal die Frage gestellt, wann ein Persönlichkeitstest Sinn macht? Ob der überhaupt Sinn macht? Nun, ich stelle heute die These auf, dass ein Persönlichkeitstest wahrscheinlich eines Tages deine Firma, dein Unternehmen retten wird. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ja, und jeden Tag sitzen bei uns in unserem Unternehmen Menschen oder Teams zusammen, die eine Firma gegründet haben und wollen, auf einem guten Weg sind oder sich streiten, sich vergrößern wollen, ja, und häufig auch interaktive soziale Probleme haben. Und ich zeige dir heute, wieso ein Persönlichkeitstest hier relevant sein kann. Die erste wichtige Erkenntnis ist nämlich, dass wir Menschen ganz unterschiedliche, klar, Persönlichkeiten sind, aber Interessen und unterschiedliche Stärken und Bedürfnisse und Stressverhalten haben. Und von diesen ganzen Kategorien nehme ich heute nur eine raus. Und anhand Beispiel meiner Person. Bei mir ist es so, dass ich sehr starkes Interesse daran habe und deshalb ist beim Birkmann-Test mein Stern auch hier rechts oben. Ich habe großes Interesse daran, mit Menschen zusammenzuarbeiten und zwar direkt. Und das ist gut so, denn so kann ich Mitarbeiter gewinnen, ich kann Kunden gewinnen, Bezugsgruppenpartner, ich kann Öffentlichkeitsarbeit machen, ich kann hier zum Beispiel diese Vorträge halten, ja, und das Ganze macht mir auch noch Spaß. Das Problem ist nur, dass mein Motivationsdreieck, meine intrinsische Motivation auch nahezu vollständig sich nur aus diesem Sektor speist. Das bedeutet, die anderen drei Quadranten, also zum Beispiel hier das rote Umsetzen, wenn mein Stern da wäre, dann wäre ich eher der Handwerker, so wie mein Vater, der einen Schlossereibetrieb hat, der Freude hat, irgendeine Mauer aufzubauen, einen Zaun zu biegen, irgend auf dem Eisen rumzuhämmern, ein Loch in die Wand zu bohren. Das war mein Vater, der hat großes Interesse an und er hat sich wahrscheinlich immer gefragt, warum will mein Sohn meinen Handwerksbetrieb nicht übernehmen? Nun, mit dem Birkmann-Test hätte er es gewusst. Ich habe einfach keinen Bock drauf, es interessiert mich nicht. Ich habe das alles gelernt, ich kann das, ich kann schweißen, ich kann bohren, ich kann feilen und Dachdecken und eine Mauer bauen, aber es interessiert mich nicht. Und genauso wenig habe ich die Anteile von diesem Mensch, wenn mein Stern hier unten wäre, dann wäre ich sozusagen der Verwalter, ja, der klassische Manager, der keine Führungskraft ist und was Neues bewegt und neue Ideen umsetzt, sondern der etwas aufrechterhält, der Prozesse aufrechterhält, der Abläufe, der Regeln aufrechterhält, der gute Buchhaltung macht, der eine saubere Ablage hat, ein gutes Archiv hat, wo alles an seinem Platz ist und nichts wegkommt. Nun, und du siehst jetzt schon, dass ich hiermit relativ wenig Interesse habe, dass mich das langweilt. Also du ahnst wahrscheinlich auch, wie in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit meine Buchhaltung aussah. Das waren also Kisten, Kartons mit Belegen, wenn ich sie überhaupt eingesammelt habe. Und auch das vierte Sternchen, das hier unten ist, das sind die Kreativen. Die sitzen also irgendwo in einer Ecke, machen sich Gedanken, sind mehr hier in ihrer inneren Welt, also indirekt unterwegs, die kommunizieren indirekt. Die produzieren indirekt, die komponieren nebenher ein Lied, was auf der Bühne singen, was dann indirekt vielleicht eine Band noch performt oder sie malen ein Bild, was an die Wand gehängt wird oder machen Webdesign, also irgendwas Kreatives hier drin, super kreativ und suchen dann irgendwie Kontakt zu anderen Menschen über ihre Wege. Die sind sehr hochgradig kreativ und in der Zukunft unterwegs. Nun, und du siehst jetzt schon, dass jeder Mensch sehr wahrscheinlich irgendwo seinen Stern hat und irgendwo einen Interessensschwerpunkt hat. Aber wenn dein Stern hier nicht in der Mitte ist, fehlt dir auch etwas. Und dieses Fehlen in deiner Firma, nun, das kann dir auf die Füße fallen. Ich zeige dir jetzt auch, warum, wenn wir hier einen Schritt weitergehen, wenn du das mich genau siehst, wie mein Interesse und mein beruflicher Fokus ist, dann ist der nach meinem Persönlichkeitstest schwerpunktmäßig auf grün und auf blau. Und als drittes kommt jetzt hier der administrative Verwaltungsbereich. Das habe ich dann durch meine Behörden beispielsweise gelernt, in den Reihen, die ich war, und der rote Bereich, also das ist so das Geringste bei mir. Nun, du siehst jetzt schon, wo jetzt hier es klemmt, woran es fehlt. Denn ein gutes Team sollte natürlich alle vier, ob es jetzt Interessensbereiche sind, also Menschen, die motiviert sind, oder Fähigkeitsbereiche, Menschen, die etwas tun können. Ein gutes Team, also deine Firma, sollte natürlich so zusammengesetzt sein, dass alle vier Farbbereiche nahezu identisch vorhanden sind. Nun, und das war es bei mir nicht. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da sah es so aus. Und jetzt ein ganz großer Fehler, der mir passiert ist. Ich habe anfangs natürlich Menschen sympathisch gefunden,
die genauso waren wie ich. Das heißt also, ich habe mit den Menschen gerne zusammengearbeitet, die auch einen hohen Grünanteil haben, also sehr stark kommunikativ sind, Überzeuger sind und auch einen hohen blauen Anteil haben, also von den Fähigkeiten, das ist jetzt hier nicht abgebildet, die also auch sehr, sehr strategisch zukunftsorientiert denken. Nun, du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn ich jetzt 2, 3, 4 solcher Leute anziehe in meine Firma, in mein Team, was dann mit den gelben, also den schwarzen und den roten Aufgaben passiert. Was mit diesem Berg passiert. Der wird immer größer. Und wer erledigt es? Keiner. Das heißt, je mehr Menschen ich mir reingezogen hatte, die mir sympathisch waren, die eher so waren wie ich, desto größer wurde auch der Berg der Aufgaben, die unerledigt noch hinzukamen zu meinem Berg, den ich selbst nicht erledigt hatte. Das bedeutet also, dass ein Persönlichkeitstest dir gerade Birkmann ganz genau zeigen kann, wo deine Interessen sind, wo dein beruflicher Fokus sind, wo deine Stärken sind. Aber er zeigt dir auch das, was fehlt. Und das ist die unangenehme oder Wahrheit überhaupt im Leben, dass wir Menschen auf Ergänzungen ausgelegt sind. Es ist unwahrscheinlich, dass du alles gleich gut kannst und dich alles gleichmäßig interessiert. Es wäre auch ziemlich langweilig, wenn wir brechenbare Roboter und würden wahrscheinlich weniger im Team zusammenarbeiten und wir müssten wahrscheinlich alle durch die gleiche Schule gehen. Das ist eher unwahrscheinlich. Und daher ist deine Aufgabe herauszufinden, was für ein Typ bist du? Und wo fehlt es dann? Ich habe also gelernt, dann Menschen zu suchen, die sehr stark beispielsweise einen schwarzen und auch einen roten Anteil haben. Das heißt, die wechselseitig zu mir aufgestellt sind, die mich auch ergänzen. Das Problem ist nur, dass die Sympathien dann nicht immer ganz so groß ist. Das heißt, Menschen, die dich ideal ergänzen, die sprechen eine andere Sprache, die haben eine andere Brille auf, die finden andere Sachen spannend, mit denen wirst du wahrscheinlich nicht so gerne in Urlaub fahren und bei dir nicht zu Hause zum Geburtstag jedes Mal einladen, weil die Gespräche sind relativ, die Gesprächsthemen durch und die Gespräche zu Ende. Es ist also hier, auch hier an die Frage zu gucken, kannst du als Führungskraft, als Teamgründer, als Start-up-Unternehmer, wenn du da deine ersten 10, 20, 30 Mitarbeiter hast, kannst du damit umgehen mit Menschen, die anders sind als du und ja, der Versuchung widerstehen, deinesgleichen anzuhäufen und damit ein Team mit Schlagseite aufzubauen. Und wenn du dir so ein Schiff vorstellst, so eine alte römische Galeere, ja, wo nur auf der rechten Seite die Ruderer sitzen und die geben also richtig Gas, ne, und da ist richtig Action, nur das Schiff, das dreht sich im Kreis. Das heißt, deine Aufgabe ist es, beide Seiten von dieser römischen Galeere, in dem Fall alle 4 Seiten, richtig gut und im Ausgleich zu besetzen, dass dein Schiff auch geradeaus Vortrieb hat und du dein Ziel erreichst. Und das macht dein Unternehmer aus, dass er verstanden hat, du bist auf Ergänzungen aus, du kannst nicht alles und findest nicht alles toll und du weißt, was du toll findest und kannst und du weißt, was deinem Team fehlt. Und danach suchst du dann deine Mitarbeiter, danach optimierst du dein Team. Und der Birkmann-Test, der ist nicht nur geeignet, deinen Test zu machen oder den Test deiner neuen Mitbewerber. Du kannst dein ganzes Team reingeben und dann siehst du da 10, 20, 50, 100 Mitarbeiter drin oder die einzelnen Teams und siehst sofort, woran es fehlt. Und dann kannst du eine ganz andere Stellenausschreibung besetzen und du brauchst die Lebensläufe deiner Bewerber gar nicht mehr lesen, wenn du dir vorher für kleines Geld die zum Test einlädst und guckst, bringen sie das mit, was dir noch fehlt. Solltest du Fragen haben zum Birkmann-Test oder einen Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch beantragen oder ein erstes Test machen, nun, dann schreib uns gerne an. Gerne kannst du aber den Kanal auch weiter empfehlen und abonnieren. Ich persönlich wünsche dir den Erfolg, den du als Führungskraft haben wirst, proportional zu dem Team, was du in der Lage bist, aufzubauen, zu führen und zu entwickeln. Viel Erfolg wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.